Hallo und herzlich willkommen zu MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast. Von und mit Nele Handwerker. Ich habe heute zum ersten Mal zwei Interviewgäste da, Nina Daniel und Iris Bruns, beide von der UKE in Hamburg, der Uniklinik Eppendorf Hamburg. Und wir unterhalten uns über die Studie Activity Matters, wo neue Studienteilnehmer gesucht werden. Miss Perspective. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute Nina Daniel und Iris Bruns zu Gast. Beide arbeiten am UKE in Hamburg und wir unterhalten uns über die Studie Activity Matters, die jetzt in eine größere Runde geht und auch nach neuen Studienteilnehmern schauen möchte. Hallo Nina, hallo Iris, herzlich willkommen hier auf dem Podcast. Hallo Nele, danke, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo. Genau, seid ihr so lieb und stellt euch vielleicht erstmal kurz vor, wer ihr seid und wie ihr dahin gelangt seid, wo ihr jetzt seid am UKE, damit die Hörerinnen und Hörer eine Idee haben. Ja klar, hallo an alle. Ich bin Nina Daniel, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Dortmund, bin dann nach der Schule über einen kleinen Zwischenstopp in Mainz zum Studium nach Hamburg gekommen, wo ich letztes Jahr im Sommer mein Zahnmedizinstudium beendet habe. So im Verlauf des letzten Studienjahres habe ich mir dann überlegt, dass ich gerne nach dem Examen erstmal wissenschaftlich arbeiten würde und im Rahmen meiner medizinischen Doktorarbeit in die Forschung gehen möchte. So bin ich dann letztes Jahr im August in das Activity Matters Projekt oder zum Activity Matters Projekt gekommen, wo ich jetzt unter der Betreuung von Professor Hesen und Frau Dr. Riemann-Lorenz an der Activity Matters Studie arbeite. Genau. Okay, und ich bin Iris Bruns. Ich bin 44 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen mit den Kindern natürlich und auch viel in Bewegung. Ich bin Physiotherapeutin an der Uniklinik in Hamburg, war lange Jahre in der Neurologie im klinischen Bereich tätig. Habe dann berufsbegleitend ein Studium in Neurorehabilitation abgeschlossen. Ja, und jetzt freue ich mich, in der MS-Tagesklinik Activity Matters in die neue Runde zu begleiten. Super, ja, spannend. Von der Zahnmedizin zum MS-Zentrum ist auf jeden Fall auch ganz interessanter Werdegang. Das stimmt. Aber ja, die Welt ist bunt und das Leben auch. Und das ist ja auch schön. Ne? Da bleibt man kognitiv auch fit. Das ist immer ein großes Thema bei MS. Richtig, kein Weg ist vorbestimmt. Genau, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Studie ein. Iris, kannst du uns mal sagen, was ist denn das Ziel der Activity Matters Studie? Ja, also unser Ziel ist, dass Menschen mit MS aktiver werden. Und Activity Matters ist ein Online-Selbstmanagement-Programm und das soll Menschen mit MS dabei unterstützen, sportlich aktiv zu werden und auch möglichst langfristig aktiv zu bleiben. Ziel der Studie an sich ist zu prüfen, inwieweit das Activity Matters den Bedürfnissen der Teilnehmer entspricht und ob es wirklich hilft, aktiver zu werden. Okay. Und Nina, wie entstand die Idee zu dieser Studie? Die Arbeitsgruppe um Professor Hesen bzw. das wissenschaftliche Team in der MS-Tagesklinik am UKE hat sich in den letzten Jahren sehr stark mit den Hinderungsgründen und Förderfaktoren für körperliche Aktivität bei Multipler Sklerose befasst. Dabei kam heraus, dass es eben neben den Beeinträchtigungen, die Patientinnen und Patienten durch die MS erfahren können, auch noch viele andere Faktoren in der Person selbst, aber auch in ihrer Lebensumwelt und beispielsweise dem sozialen Umfeld gibt, die die körperliche Aktivität positiv, aber eben auch negativ beeinflussen können. Und die Erkenntnisse aus dieser Forschung wollten wir dann eben gerne in ein neues Online-Programm einfließen lassen. Dabei kam uns zugute, dass wir eh schon mit einem irischen Wissenschaftlerinnen-Team von der Universität Limerick kooperiert haben für diese Forschung. Und die hatten eben bereits das Programm Activity Matters entwickelt. Daraufhin haben wir dann beschlossen, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden, sondern es würde ausreichen, wenn wir das irische Programm
übersetzen würden und an deutsche Verhältnisse bzw. die Gegebenheiten in Hamburg anpassen. Und so haben wir dann die DMSG Hamburg als Kooperationspartner für die Studie gewonnen, mit deren Hilfe wir bei der Technikerkrankenkasse Hamburg eine Finanzierungshilfe für Activity Matters beantragen konnten. Und nun möchten wir eben, oder nun prüfen wir seit Dezember 2020, wie gut die Webseite und das Programm an sich schon sind und was wir noch verbessern können. Okay, habt ihr ja auch relativ schwierige Zeit für den Start bekommen mit Corona und so. Ja, das haben wir dann auch schnell gemerkt, das stimmt. Und kannst du uns vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie genau das Konzept der Studie ist? Ja, klar. Iris hat es ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Bei Activity Matters handelt es sich um ein 12-wöchiges Online-Selbstmanagement-Programm, das das Bewegungsverhalten der Teilnehmenden verändern möchte. Es vermittelt auf der einen Seite Wissen rund um das Thema Sport und MS und stellt auf der anderen Seite Erfahrungsberichte von Betroffenen in Form von Videos vor. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden bewährte Verhaltensänderungsstrategien, wie zum Beispiel das Setzen realistischer Ziele, das Planen der sportlichen Handlung und die Selbstreflexion an die Hand gegeben, um ihnen dabei zu helfen, eine geeignete Sportart für sich selbst zu finden und die körperliche Aktivität dann in diesen 12 Wochen auch zu steigern. Falls die Teilnehmenden jetzt zu Beginn des Programms noch überhaupt keine Idee haben, was sie gerne machen möchten, dafür hat Activity Matters eben verschiedene Sportmöglichkeiten im Großraum Hamburg recherchiert und ja, du hast es schon gesagt, im Zuge der Corona-Pandemie mussten wir dann letztes Jahr im Herbst noch mal ein bisschen kreativ werden und haben das Angebot eben um einige Online-Sportmöglichkeiten erweitert. Hm. Und während des gesamten Studienverlaufs gibt es dann eben immer wieder Möglichkeiten, sich das Feedback von uns, vom Activity Matters Team einzuholen. Und wenn die Teilnehmenden Lust darauf haben, dann können sie sich in der Zeit auch mit anderen Teilnehmerinnen austauschen. Und das alles eben auf der Webseite und über andere digitale Plattformen. Und an welcher Stelle im Projektverlauf seid ihr gerade? Der erste Teil, also die sogenannte Pilotstudie, die ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Und zwar hatten seit Ende letzten Jahres Studieninteressierte die Möglichkeit, an der Activity Matters teilzunehmen. Was wir natürlich jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, nur unter Lockdown-Bedingungen testen konnten. Da die ursprüngliche Idee aber auch war, dass die Teilnehmer Kurse vor Ort wahrnehmen können, Sportangebote, sich möglichst miteinander austauschen können, nicht umsetzbar war, möchten wir jetzt halt noch eine neue Runde starten und möglichst mit offenen Sportmöglichkeiten. Ja, ich glaube, danach sehnen sich alle. Wer kann sich denn für die Studienteilnahme bewerben und was für Voraussetzungen muss man dafür erfüllen, um teilnehmen zu können? Also jeder mit einer diagnostizierten MS kann teilnehmen und besonders diejenigen, die Interesse an körperlicher Aktivität haben, die diese steigern wollen und sich gerne bewegen oder einfach dahin kommen möchten, sich auch gerne zu bewegen. Und muss man dafür... Entschuldige. Nö, alles gut. Muss man dafür im Großraum Hamburg wohnen oder? Genau, oder möglichst. Also das ist eine Voraussetzung, im Großraum Hamburg zu leben, weil wir innerhalb des Programms Bewegungsangebote recherchiert haben und da können die Teilnehmer sich dann als Ideen raussuchen, die sie ausprobieren, sich dann zu Kursen anmelden und da geben wir auf jeden Fall schon mal Hinweise, wie sie in die Aktivität kommen können. Eine weitere Voraussetzung ist ein Zugang zum Internet. Sie sollten mit oder ohne Handstock gehen können. Die Teilnehmer sollten mindestens 18 Jahre alt sein. Ja, und dann, wie gesagt, halt im Großraum Hamburg leben. Und warum dauert die Studie genau 12 Wochen, nicht 8, nicht 20? Keine Ahnung. Ja, das ist eine gute Frage, weil der Zeitraum ein Kompromiss ist. Also einerseits wissen wir, dass Menschen eigentlich länger als 12 Wochen benötigen, um Gewohnheiten zu verändern, um alte Gewohnheiten abzulegen und um sich bestenfalls neue Verhaltensweisen anzugewöhnen.
Das heißt, dass eigentlich das Programm länger dauern sollte. Mhm. Andererseits wissen wir aber auch, dass viele Menschen nicht länger als 12 Wochen in einer Studie bleiben. Also das stellt für viele schon eine große Herausforderung dar. Und deswegen hoffen wir einfach, dass wir bei Activity Matters Techniken vermitteln können, die zur Verhaltensänderung beitragen und möglichst langfristig wirksam sind. Und ja, dann hoffentlich auch zu einer vermehrten körperlichen Aktivität über diese 12 Wochen hinaus führen können. Okay. Also ein Ziel der Studie ist es auch, den optimalen Zeitraum herauszufinden. Okay, ja, um dann sozusagen für das, was vielleicht mal irgendwann in die Praxis ausgerollt wird, entsprechend den sinnvollsten Zeitraum zu haben. Genau. Nina, wie viel Zeit benötigen denn potenzielle Teilnehmerinnen für die Module, also das Sportprogramm und die Auswertung mit der UKE pro Tag oder Woche, je nachdem, was sinnvoll ist, als Angabe? Also die Zeit, die für Activity Matters aufgewendet werden sollte, die setzt sich eben auf der einen Seite zusammen aus der Bearbeitung des Programms, also das heißt, das Lesen der Modulinhalte, das Anschauen der Videos, die eigene Recherche nach Sportmöglichkeiten, die einem Spaß bringen und dem Ausfüllen der Arbeitsblätter, der Bewegungspläne und so weiter. Und eben auf der anderen Seite aus dem eigentlichen Training, das die Teilnehmenden eigenständig absolvieren sollen. Hinzu kommt zu Beginn des Programms, bevor es also losgeht mit Activity Matters und am Ende der Studie, jeweils eine Online-Befragung. Da sollten sich Teilnehmende etwa auch 15 bis 20 Minuten einstellen. Da muss man sich durch einige Fragen durchklicken. Und die Teilnehmenden sollten eben dazu bereit sein, sich pro Woche 1 bis 2 Mal in das Programm einzuloggen. Die ersten Module, ich würde sagen, die Module 1 bis 4 sind ein bisschen umfangreicher als die darauf folgenden. Das heißt, ja, die ersten beiden Wochen, die sind so ein bisschen geballter vom Inhalt. In den ersten beiden Wochen sollen jeweils 2 Module bearbeitet werden und danach liegt der Fokus eben eher darauf, den Schwerpunkt auf die Aktivität zu legen, dass man eben seine neuen Bewegungsgewohnheiten aufrecht erhält, in die neue Routine reinkommt, seine Ziele plant und seine Erfolge oder auch Misserfolge dokumentiert. Okay, ja, am Anfang ist man in der Regel ganz gut motiviert und dann kommen hoffentlich auch genau die Glückshormone dazu. Also wenn ich Sport mache, geht es mir auf jeden Fall danach besser, selbst wenn ich vielleicht nach dem Joggen manchmal ein bisschen Knieschmerzen habe. Aber in der Regel fühle ich mich besser und bin stolz darauf, was gemacht zu haben. Ne? Das trägt dann hoffentlich über die Wochen 3 bis 12. Was sind denn, liebe Iris, die Empfehlungen für Menschen mit MS zur körperlichen Aktivität? Also im Prinzip gibt es für Menschen mit MS die gleichen Bewegungsempfehlungen wie für die allgemeine Bevölkerung. Das heißt, dass jeder mindestens 2,5 Stunden pro Woche körperlich aktiv sein sollte. Mhm. Activity Matters empfiehlt mindestens 2 mal 30 Minuten ein moderates Ausdauertraining. Also moderat heißt, dass man sich wirklich bewegt und auch ein bisschen fordert, aber halt nicht überanstrengend. Und zusätzlich 2 mal 30 Minuten ein Funktionstraining oder ein Krafttraining zum Muskelaufbau. Uns ist wichtig, dass die Teilnehmer sich halt körperlich langsam steigern können und dass auch jeder individuell für sich gucken kann und auch die Aktivitäten individuell am besten mit ganz viel Spaß an der Bewegung umsetzen kann. Und wichtig ist dabei, dass auch jeder die körperliche Aktivität, die er im Alltag macht, positiv bewerten kann. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach mal eine Wegstrecke zu Fuß geht, im Walking-Schritt oder mit dem Fahrrad fährt, anstatt das Auto oder Bus und Bahn zu benutzen, dann ist das ja auch schon eine körperliche Aktivität. Genau, oder ich als Mama, meine Tochter lässt sich gerne dann immer irgendwann im Verlauf der Woche viel tragen. Wenn man 13 Kilo rumträgt, so ein bisschen, ne, dann macht man da auch schon einiges an Sport. Genau, definitiv. Nina, wie findet denn die Wissensvermittlung in den einzelnen Modulen statt? Ja, zum einen in Textform. Wie schon gesagt, die ersten Module enthalten relativ viel Text. Da muss man sich eben so ein bisschen durcharbeiten und auf der anderen Seite durch Videos.
In den Videos kommen Expertinnen, also beispielsweise Professor Hesen aus der Neurologie, Physiotherapeutinnen und Sportwissenschaftlerinnen zu Wort, die über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Sport und MS berichten. Und außerdem erzählen MS-Betroffene über die Erfahrungen, die sie mit körperlicher Aktivität gemacht haben und wollen damit die zukünftigen Teilnehmenden eben motivieren, ebenfalls aktiver zu werden. Und ihr hattet es vorhin schon ganz kurz angedeutet, welche Kommunikationsmöglichkeiten stehen denn den Teilnehmerinnen während der Studie zur Verfügung? Wie erfolgt der Austausch? Genau, es gibt diese unterschiedlichen Tools, die wir Ihnen an die Hand geben. Unter anderem sind das die Aktivitätsprotokolle. Die Teilnehmenden werden dazu aufgefordert, diese Aktivitätsprotokolle, also das, was sie tatsächlich an körperlicher Aktivität absolviert haben, wöchentlich an das Activity Matters Team einzusenden. Darüber hinaus geben wir beispielsweise Tipps zum Setzen von Zielen und fordern die Teilnehmenden dazu auf, ein Bewegungstagebuch zu führen, um die körperliche Aktivität zu reflektieren. Und zu diesen Komponenten erhalten sie eben auch ein Feedback per E-Mail von uns. Über das gesamte Programm stehen wir natürlich jederzeit per Mail zur Verfügung. Die Teilnehmenden können um ein Telefonat bitten, falls es mal technische Probleme beim Einloggen oder beim Bearbeiten der Module gibt oder auch falls es inhaltliche Fragen zum Training gibt. Und können die Teilnehmerinnen auch untereinander irgendwie miteinander in Gespräch kommen? Also ich weiß, dass mir zum Beispiel immer Sport mit anderen total viel Spaß gemacht hat. Badminton in der Gruppe hat mich viel mehr motiviert. Nicht nur, dass ich zum Sport gegangen bin, sondern eben auch, dass ich auf nette, freundliche Menschen getroffen habe und neben dem Sport noch ein bisschen geplauscht habe. War total motivierend. Ja, da sagst du schon was. Also der soziale Aspekt ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger bei körperlicher Aktivität oder bei Sport. Da gibt es bei uns im Verlauf des Programms auch ein Modul, das sich ganz intensiv damit beschäftigt. Und innerhalb dieses Moduls oder dieser Woche gibt es für jeden Teilnehmer und für jede Teilnehmerin das Angebot, sich im Rahmen einer Videokonferenz mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen. Das Studienteam moderiert diese Videokonferenz und sie soll eben vor allem zum Austausch von Erfahrungen, die Leute bisher mit Activity Matters machen konnten, dienen und dafür, dass sie sich hilfreiche Tipps und so ein paar Impulse austauschen, was ihnen bisher geholfen hat, was sie vielleicht neu entdeckt haben. Und ja, darüber können Sie sich dann natürlich innerhalb Hamburgs auch vernetzen und sich zu gemeinsamen Aktivitäten verabreden. Zum Walken im Stadtpark zum Beispiel oder zu einer kleinen Runde um die Alster. Und ihr versucht ja irgendwie den passenden Sport für den jeweiligen MS-Patienten zu finden, wenn er nicht selber auf die Idee kommt. Wie macht ihr das denn? Also habt ihr dann Fragebogen? Geht ihr da ins individuelle Gespräch oder wie läuft das genau ab? Also bei der Suche nach der geeigneten Bewegungsform werden die Teilnehmer durch das Programm unterstützt. Und Activity Matters sieht nicht vor, dass wir den passenden Sport für jeden finden, sondern dass die Teilnehmer die Sportart selbst finden. Denn was wir eben schon sagten, wer Spaß hat, der bleibt eher dabei. Und man muss berücksichtigen, dass jeder seine eigenen Bedürfnisse, seine Vorlieben oder auch vielleicht ein unterschiedliches Beeinträchtigungsniveau hat. Und wir stellen innerhalb der Module verschiedene Sportarten vor. Besonders im Zentrum werden Yoga, Walking und Wassersport erstmal gesetzt. Wir haben aber auch noch andere Kursangebote im Großraum Hamburg recherchiert. Das können Präventionssportangebote der Krankenkassen sein, Schwimmangebote vom Bäderland, MS-Sportgruppen, zum Beispiel bei der Volkshochschule. Ja, bis hin zum Reha-Sport in Hamburg. Und wir hoffen einfach, dass wir Inspiration bieten können, dass die Teilnehmer bekannte Sportarten ausprobieren oder einfach auch spannende neue Kurse entdecken. Zusätzlich haben wir ein Online-Angebot auf die Plattform gestellt. Und dann ist wirklich eigentlich die Eigeninitiative gefragt. Also jeder entscheidet sich selbst und meldet sich dann auch zu den Kursen selbst an. Und wie gesagt, was wirklich wichtig ist, jeder soll seine Sportart finden und Spaß dabei haben.
Klingt gut. Weil wenn einer vielleicht gerne tanzt und der andere, wie du jetzt, Bewegung an einer Mannschaftssportart oder an einem Ballsportart hat, dann ist das für jeden halt individuell genau der richtige Sport. Und ja. Wichtig ist, es gibt halt auch nichts, was man mit MS nicht machen kann. Also vielleicht anders, als man denkt, aber man sollte sich einfach trauen und das in Angriff nehmen. Genau, finde ich gut. Nina, auf welche Art messt ihr denn, ob das Sportprogramm einen Einfluss auf die Symptome der MS hat oder vielleicht auch aufs Lebensgefühl, wie das sich auswirkt? Wie macht ihr das? Wie messt ihr das, dass es miteinander vergleichbar auch wird? Wie gerade schon gesagt, müssen sich oder sollen sich die Teilnehmenden vor Studienbeginn und nach Ablauf der 12 Wochen die Zeit nehmen, um eine Online-Umfrage auszufüllen. Diese beiden Fragebögen erheben eben die gleichen Parameter vor Studienbeginn und nach Studienende. Diese Skalen erfragen zum Beispiel, was die Teilnehmenden motiviert, körperlich aktiv zu sein oder was sie davon abhält, welche Einschränkungen sie bisher durch die MS erfahren haben, wie ihre Stimmung vor der Studie und nach der Studie war. Und das Studienteam nutzt dann eben diese Skalen zur Auswertung der Studie, kann dadurch Rückschlüsse auf die Nutzung von Activity Matters zur Steigerung der körperlichen Aktivität ziehen. Und ich glaube aber, dass für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst eigentlich diese Tools interessanter sind, die wir ihnen zur Selbstreflexion beispielsweise an die Hand geben oder zur Planung ihrer Ziele und zur Kontrolle, ob diese Ziele erreicht werden können. Das heißt vor allem die Arbeitsblätter, die wir auf der Webseite zum Download zur Verfügung stellen, womit sie sich wöchentlich einen Bewegungsplan aufstellen können und dann quasi abhaken können, was sie tatsächlich erreicht haben, sodass sie eben direkt vor Augen haben, was sie in der Zeit mit Activity Matters erreicht haben. Quasi so ein kleines Erfolgstagebuch mag ich total. Ich liebe Häkchen. Ja, super. Genau. Häkchen machen glücklich. Listen schreiben ist immer gut. Na, Listen schreiben noch nicht so sehr, aber dann die Häkchen, dass man es geschafft hat. Die sind dann besonders schön. Okay, was passiert denn nach Ablauf der 12 Wochen? Gibt es dann irgendwie nochmal einen Folgetermin, wo ihr schaut, ob und wie das Sportprogramm beibehalten wurde oder was ist da geplant? Das ist tatsächlich in der Planung. Aktuell sieht es so aus, dass Activity Matters erstmal nach 12 Wochen beendet wird oder beendet ist, da die Teilnehmenden ja im Laufe des Programms hoffentlich gelernt haben, sich eigene Bewegungs- und Aktivitätspläne zu erstellen, haben sie eben ein gutes Werkzeug an die Hand bekommen, das sie dann auch über die 12 Wochen hinaus weiterführen können. Für jegliche Fragen stehen wir natürlich auch noch nach Abschluss der Studie zur Verfügung. Und wir stellen tatsächlich Überlegungen an, ob wir nach 6 und 12 Monaten nochmal eine Folgebefragung durchführen, um eben herauszufinden, wie gut die Strategien von Activity Matters beibehalten werden konnten. In der aktuellen Studienphase gibt es diese Befragung aber noch nicht. Also das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber definitiv, es ist relevant, das auch noch über einen längeren Zeitraum zu überprüfen. Ob die Motivation nachgelassen hat oder sogar stärker wurde, ne? Ja, ganz genau. Das ist auf jeden Fall eine spannende Fragestellung. Iris, wie ist das denn, wenn man jetzt nicht im Großraum Hamburg wohnt, ist man jetzt vielleicht gerade traurig, dem Podcast lauscht und dass man nicht teilnehmen kann? Soll denn, wenn die Studie durchgelaufen ist, wenn ihr das sozusagen abgeschlossen habt, soll das im größeren Maßstab ausgerollt werden über andere MS-Zentren, Reha-Einrichtungen oder vielleicht die jeweiligen Landesverbände der DMSG? Das wäre unser Wunsch. Also wir können halt in der aktuellen Studienphase noch nicht abschätzen, wann das sein könnte. Aber was du genau gerade sagtest, wir arbeiten mit dem Kooperationspartner, also mit der DMSG Hamburg zusammen und würden uns natürlich freuen, wenn auch andere Landesverbände der DMSG in Zukunft Interesse zeigen würden. Und dadurch, dass das ein Online-Programm ist, funktioniert natürlich das Ganze dann auch überregional. Man müsste eigentlich nur die Sportmöglichkeiten vor Ort recherchieren und anbieten. Und wenn wir wirklich
Überactivity Matters eine Wirksamkeit nachweisen können, dann möchten wir das natürlich auch für die MS-Tagesklinik bei uns in Hamburg in das Angebot, in die Versorgung von MS-Betroffenen übernehmen. Klingt gut. Super. Ja, dann sind wir auch am Ende unserer schönen Runde hier. Möchtet ihr den Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben? Ja, alles Gute da nach draußen an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben in den nächsten Monaten und vielleicht durch unser kleines Interview ein bisschen Lust haben, aktiver zu werden und sich wieder in Bewegung bringen möchten. Absolut. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Absolut. Also auch ich mache zwar total gerne Sport, aber ich gebe es zu, diese Pandemie hat auch mich ein bisschen vom Sport weggebracht. Ich bin ein bisschen zu weit weg, glaube ich, für euch. So 1,5 Stunden fahren, das läuft, glaube ich, nicht mehr ganz unter Großraum Hamburg. Aber also wenn du da draußen Großraum Hamburg wohnst, dann melde dich doch. Und das ist jetzt auch nochmal meine Abschlussfrage. Wie findet man denn die Information zu Activity Matters oder wo soll man sich genau bei euch melden, wenn man, wie wir ja besprochen haben, die ganzen Bedingungen für die Studienteilnahme erfüllt und interessiert ist? Dann findet man uns auf der Homepage unter www.activity-matters.de. Mhm. Ja, und wenn wirklich jemand Interesse hat und teilnehmen möchte, dann freuen wir uns natürlich sehr gern. Einfach eine E-Mail schreiben an activitymatters in einem Wort, activitymatters@uke.de schreiben. Super. Klasse, genau. Und für alle anderen, dann wird es hoffentlich bald was geben, die ganz neugierig geworden sind. Haha. Nee, super. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr das Programm hier vorgestellt habt. Und wie gesagt, wenn du da draußen in der Nähe wohnst, dann mach das, tut dir gut. Sport ist immer super. Wenn du nicht in der Nähe wohnst, dann fühl dich trotzdem animiert, vielleicht mal wieder mit Sport zu beginnen. Und ja, dann vielen Dank an euch. Ganz liebe Grüße von der Nordsee an die Elbe. Naja, nicht ganz Elbmündung. Ich bin mehr Elbmündung, ihr nicht ganz, aber wir sind nicht so weit auseinander. Ganz liebe Grüße zurück. Danke, Nele, dass wir da sein durften in deinem Podcast. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und ganz viel Erfolg für die Studie. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war MS Perspektive, der Multiple Sklerose Podcast von und mit Nele Handwerker. Ich hoffe, du hast in dieser Podcast-Folge einige interessante Neuigkeiten erfahren. Wenn du noch mehr Informationen rund um die MS erhalten willst, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen Newsletter. Dort teile ich meine Erfahrungen mit dir, gebe dir Tipps für einen sanften Verlauf und du erhältst kostenloses und exklusives Bonusmaterial. Außerdem wirst du als Abonnent zuerst über Neuigkeiten informiert. Du findest den Newsletter auf meiner Webseite www.ms-perspektive.de/newsletter. Melde dich gleich an und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.